Hallo, hier ist der Carsten von Session Music und ich möchte euch heute mal das Clavinova CLP 320 von Yamaha vorstellen. So, dieses Instrument ist der kleinste Spross in der Clavinova-Familie, verfügt über eine 88er Graded Hammer, also GH-Tastatur. Graded Hammer, das bedeutet bei Yamaha, dass wir hinter jeder Taste einen kleinen Hammer haben, der von unten als Gegengewicht wirkt und somit die Hammermechanik eines Klavieres simuliert. So, ausgestattet mit einer mattschwarzen Decklage bei den schwarzen Tasten, lässt sich diese Tastatur sehr angenehm spielen und wie auch gerade gehört, sehr gut von der Dynamik, von der Lautstärke dosieren. So, fangen wir mal ganz links an bei dem Gerät. Bei den Bedienelementen, die sind sehr übersichtlich, da erkläre ich gleich noch was dazu. Oben eine Demo-Song-Funktion, dann den Voice-Wahl-Schalter, ein Metronom, dann gibt es zwei Justiertasten plus minus und die Aufnahmefunktion für den eingebauten Rekorder und schlussendlich den Volume-Regler, also der Lautstärke-Regler. So, das Instrument kann natürlich außer Piano Voices noch eine ganze Menge andere Sachen. Das ist auch das erste, mit dem wir anfangen. Die Piano Voices lassen sich über den Voice-Button auswählen und dann im Tastaturbereich vom C1 bis zum C2 einstellen. Jetzt werden die meisten verwundert sein, sagen C1, hier unten ist doch kein C1, das C1 ist das mittlere C, das stimmt auch. Nur Yamaha nummeriert die Cs anders, also nicht in der Bedienungsanleitung dann davon ablenken lassen. C0 haben wir hier, dann C1, C2. So, also Piano Voice drücken und dann den zweiten Sound in der Liste wäre dann quasi das D. Da haben wir so ein... so eine Art DX-E-Piano. Können wir auch gleich weitergehen im Text. Dann mal ein Cembalo. Was man hier sehr schön hört, ist der sogenannte Voice- oder Key-Off-Effekt. Beim Loslassen der Taste wird also ein Geräusch erzeugt, das den Rückfall des Anzupfers von der Seite simuliert. Was ein sehr authentisches Spielen möglich macht. So, auch noch mit an Bord haben wir natürlich hier ein größeres Cembalo. Orgelpositiv. Und Streicher. So, das war auch schon die Klangauswahl des CLP 320. Was man jetzt mal noch machen kann, ist zwei Klänge übereinander schichten, auch wieder über den Voice-Taster. Und jetzt einfach zwei der Auswahltasten gemeinsam drücken. Das wäre jetzt also Piano und Streicher. Und somit kann ich zwei beliebige Klänge schichten. So, kommen wir zu der nächsten Funktion. Das ist sehr oft verwendet, die Metronomfunktion. Die kann man auch mit einem einfachen Tastendruck aktivieren. Jetzt hört man das Metronom schon laufen. Und jetzt habe ich wieder verschiedene Möglichkeiten, diese ganze Sache zu beeinflussen. Nämlich einmal in puncto Lautstärke. Lässt sich also quasi wie ein Lautstärkeregler über die Tastatur dann verschiedene Lautstärkenstufen abrufen. Und natürlich die Geschwindigkeit, die beginnt dann hier ab dem C4 und ist numerisch angegeben. Das heißt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und kann somit zum Beispiel 120 wähle ich die 1, 2, 0.
Jetzt läuft das Metronom auf 120. Oder 100. Das wäre jetzt 100. Für 80 müsste ich 080 drücken. Also recht einfach zu bewerkstelligen. Zusätzlich haben wir noch eine Bell-Funktion. Das heißt, ich kann verschiedene Taktarten anwählen. Auch hier demonstriere ich mal gerade. Das wäre jetzt also ein Dreivierteltakt, weil 0, also 1, 2, 3 für Viervierteltakt. Ja, und wen das stört, der lässt einfach auf 0 und somit haben wir ein gleichbleibendes Metronom. Ja, was kann man noch verändern bei dem Instrument? Die Hallstärke, das heißt die Länge des Nachhalleffekts. Ganz normal am Anfang haben wir erstmal immer den Room 1 eingestellt, also ein relativ kurzer Hall. Jetzt kann ich aber hier im unteren Tastaturbereich noch verschiedene Halltypen anwählen. Das hört ihr jetzt schon, das ist ein längerer Hall. Und das E, also die fünfte Taste in dem Fall, ist off. Also wir haben gar keinen Raumhall mehr. Wie gesagt, standardmäßig immer auf Room 1 eingestellt. Das ist ein ganz kurzer Raumhall-Effekt. Wer es dann ein bisschen länger mag, kann dann die einzelnen Effekttypen einfach auswählen. So, letztendlich bleibt noch zu sagen, dass wir eine Tastaturabdeckung haben. Natürlich passend in der Farbe, die übrigens hier bei dem Modell Rosenholz ist. Das Instrument gibt es noch in anderen Farbvarianten. Die könnt ihr bei uns auf der Homepage, auf dem Shop sehen. So, das war's auch schon zum CLP 320 von Yamaha. Jetzt bleibt mir nur noch, euch einen schönen Tag zu wünschen und nochmal auf unsere 33-Tage-Geld-Zurück-Garantie und unser 66-Tage-Umtauschrecht aufmerksam zu machen. Und wenn euch das Gerät gefallen hat, kommt doch mal vorbei und spielt's mal an bei uns. Ciao!